Sugar, how you get so fly? Guten Tag, Leute, und willkommen zu einem weiteren Daily Vlog von mir. Heute bin ich mal ganz woanders, und zwar, ich bin gerade in meinem Wohnzimmer. Ich bin gerade erst von der Schule gekommen, denn wir haben es jetzt gerade 14:45. Warum bin ich im Wohnzimmer, Leute? Weil ich euch gleich was auf dem Klavier zeigen möchte. Ich habe nämlich mal wieder ein neues Lied gelernt, eher gesagt zwei neue Lieder. Und Kira ist natürlich auch hier mal wieder am Start. Kira, was geht ab? Übrigens laufe ich hier die ganze Zeit im Pulli rum und mir ist so warm, weil wir gerade unser Kamin haben, weil es ist so kalt geworden. Es hat doch irgendwie gestern bei uns einfach geschneit. Aber einige von euch haben meine Insta-Story gesehen. Das war auf jeden Fall richtig komisch. Also, ja, also der Winter hat dieses Jahr auf jeden Fall Verspätung. Okay, Leute, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ganz gut ist, was ich innerhalb von einer Stunde gelernt habe. Und ihr müsst erraten, welches Lied das ist. Okay, let's go. Okay, ich habe euch jetzt mal ein Lied gezeigt. Das andere Lied werde ich euch vielleicht mal morgen, übermorgen zeigen. Morgen kommt nämlich ein richtig nice Video online. Deswegen fange ich auch heute so früh an. Ratet auf jeden Fall in die Kommentare, welches Lied ich gespielt habe. Eigentlich voll easy, aber ratet einfach mal. Kira hier auf chillige Basis. Kira ist gemütlich hier. Auf jeden Fall, Leute, werde ich mir jetzt was zu essen gönnen. Und zwar heute mal ganz gesund von meiner Mama gekocht. Auf jeden Fall, heute gibt es irgendeine Soße, noch irgendeine Soße und noch irgendwas. Und noch irgendwas. Keine Ahnung, auf jeden Fall esse ich jetzt was und dann melde ich mich gleich oben wieder in meinem Zimmer. Let's go. Okay, Leute, wir befinden uns jetzt gerade wieder in meinem Zimmer, Leute. Und ich habe gerade erfahren, ich bin irgendwie voll verpeilt in letzter Zeit, dass heute der neue Trailer von Krass Klassenfahrt online kommt. Und darauf werde ich auch mal reagieren, Leute. Also ich werde mir den Trailer dann extra nicht anschauen. Also ich werde drauf reagieren. Übrigens startet die Serie Krass Klassenfahrt ab dem 2. März. Also nächste Woche Montag kommt die erste Folge von Krass Klassenfahrt online, Leute. Und Leute, da bin ich dabei. Also natürlich nur als Komparse. Ich würde sagen, Leute, wir beantworten die Fragen jetzt einfach mal im Stehen, weil ich keine Lust habe zu sitzen. Übrigens, Leute, Adidas, Tripalos. So, ich habe jetzt übrigens noch keine Fragen rausgesucht oder so. Ich werde jetzt einfach spontan irgendwelche Fragen raussuchen. Willst du nach der Schule nur noch Küche machen? Sehr gute Frage, Leute. Eigentlich habe ich vor, nach der Schule nach Köln zu ziehen und da halt mein YouTube-Zeug weiterzumachen. Aber auch nur, wenn das mit YouTube klappt. Wenn nicht, dann werde ich ganz normal eine Ausbildung machen. Aber welche Ausbildung? Keine Ahnung. Nächste Frage. Gibt es schlimme Gerüchte über dich? Also bis jetzt habe ich keine schlimmen Gerüchte über mich gehört. Habt ihr welche über mich gehört? Wie viel kostet deine Kamera? Meine Kamera hat exakt 2100 Euro gekostet, also mit Objektiv. Aber ich glaube, die ist jetzt im Angebot für 1700 Euro. Also warum? Bist du eher Team Labertasche oder Team Still? Ich fand die Frage eigentlich ganz cool. Also wenn ich Leute kennenlerne, da bin ich eigentlich relativ still und so. Da raste ich noch nicht so komplett aus. Aber wenn ich die Leute dann schon etwas besser kenne, dann werde ich natürlich offener und selbstbewusster und sowas. Also weil ich die Leute halt schon kenne. Nächste Frage, wann kommt dein Merch? Geduld. Beste Frage. Warum kommt nicht jeden Tag ein Video? Was tue ich hier gerade? Kannst du dir vorstellen, vegan zu leben? Leute, ich habe gestern noch darüber nachgedacht und irgendwie habe ich mir überlegt, so ein Selbstexperiment zu machen, wo ich wirklich eine Woche lang nur vegan lebe. Ich glaube, das ist echt ein krasses Experiment, weil ich esse alles. Und auch mal wieder eine Frage, die sehr oft gestellt wurde. Bist du verliebt? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Leute, kommen wir schon direkt zur letzten Frage. Und zwar, diese Frage wurde auch sehr oft gestellt. Machst du mal ein Fan-Treffen? Vielleicht. Ja, ich habe auf jeden Fall vor, ein Fan-Treffen zu machen. Wo, weiß ich auch schon ganz genau, aber das werde ich euch noch nicht verraten. Aber Leute, an dieser Stelle würde ich sagen, beende ich jetzt auch schon wieder mein Daily-Video und Vlog irgendwie. Irgendwie ist das wieder beides gemischt. Ich habe einige Fragen von euch beantwortet und ich hoffe, diese Fragen haben euch ein wenig interessiert. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und Kira liebt meine Schulsachen. Wenn du noch kein Abo da gelassen hast, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und werde ein Teil für der It's Me Army. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, Leute. Wir sind kurz vor den 68.000 Abonnenten. 68.000 Abonnenten. Das ist so heftig, Leute. Danke auf jeden Fall für euren ganzen Support, Leute. Das schätze ich wirklich sehr. Aber ich würde sagen, Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Wir sehen uns morgen wieder und peace out.